Heute in der Folge bauen wir uns einen riesigen Kinderschokoriegel. Und wozu könnte man einen Kinderschokoriegel in Minecraft gebrauchen? Überlege ganz genau, denn bei mir sammle ich da meine Kartenbilder. Ich habe schon lange überlegt, wo ich diese Kartenbilder sammle und was kommt nicht besser zustande, als einen riesigen Schokoriegel dafür zu benutzen. Und wie man sich sowas jetzt bauen kann, zeige ich dir. Von daher schnapp dir etwas Schokolade und dann geht's los. Starten wir erstmal mit unserem Kinderriegel mit der Verpackung. Legen wir los erstmal mit rotem Beton. So, da ziehe ich mir jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Blöcke erstmal lang. So, jetzt gehen wir einmal nach hinten weg. Und da setze ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke nochmal ran, so nach hinten weg. Jetzt müssen wir nicht nochmal 10, jetzt können wir einfach eine Blockreihe nach vorne wieder ziehen. So weit, wie wir den auch auf der anderen Seite haben. Und dann können wir den gleich mal auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke ziehen. Jetzt nehmen wir mal weißen Beton und gehen jetzt einmal schräg dahinter und wollen da jetzt die nächste Reihe lang ziehen. Und zwar machen wir das Ganze auch wieder auf 3 Blöcke hoch. An den Seiten werden wir das Ganze eine Seite nach innen machen, aber auf der Rückseite bleiben wir glatt dabei. Gleich danach geht es wieder weiter. Wir gehen wieder eine Etage höher. An den Seiten verringern wir das wieder um ein. Und machen diesmal das Ganze nur auf 2 Blöcke hoch. Auf der Rückseite lassen wir es immer noch glatt. Nun kommen wir schon zur letzten Ebene. Hier werden wir jetzt das Ganze einmal oben auch zuziehen, aber verringern das wieder an den Seiten um ein, aber auf der Rückseite lassen wir es wieder genau glatt. Wenn wir das oben zugezogen haben, fliegen wir jetzt einmal auf die Rückseite. Hier kommen jetzt schon die ersten Feinheiten. Wir nehmen erstmal roten Beton, so wie wir damit unten angefangen haben. Und wir fangen auf der Seite einmal hinten an. Die Seite lassen wir einmal frei und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke einmal hin. So, theoretisch könnten wir sagen, einen Block freilassen, Blockreihe hinsetzen und wieder einen Block freilassen, dann passt das. So, das können wir Ganze jetzt hier erstmal auf eine Zweier-Ebene machen. Wir setzen danach auf der Außenseite eine Reihe wieder rauf, lassen jetzt hier auf der Innenseite einen Block frei, dann 2 Blöcke freilassen, wieder zur anderen Seite einen freilassen und oben 2 Blöcke hinsetzen und fertig. So, andere Seite normal. Also, wir ziehen jetzt eine dritte Reihe rauf, in der Mitte einen freilassen, dann lassen wir immer 2 Blöcke Platz. So, und auf der anderen Seite immer nur so ein und dann passt das. Wir fliegen jetzt einmal auf die Seite von unserem Schokoriegels und zwar wollen wir jetzt hier ein bisschen auch an der Seite Struktur reinhauen. So, wir lassen hier hinten einfach mal 3 Blöcke frei und dann schlagen wir hier mal so einen Blitz rein. Das tauschen wir mal einfach aus durch unseren weißen Beton. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel synchron hinterher. 3 Blöcke Platz lassen und dann hier zack so einen Blitz reinschlagen. So, mit weißem Beton einmal ausfüllen. Wir wollen jetzt hier auf der ersten weißen Ebene ein bisschen was weghauen. Wir fangen hinten an, lasst 2 Blöcke da, dann schlagt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg, dann lasst ihr einmal 5 Blöcke da und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und noch einmal 5 Blöcke da lassen und weghauen. So, wir können nicht so viel weghauen, weil weiter geht das nicht, ist aber nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir erstmal würde ich mal sagen, hier erstmal roten Beton reinsetzen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. So, ich fange dann wieder einmal ganz vorne hier hinten an. Dann lasse ich 2 Blöcke oben drauf Platz und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weghauen. Noch einmal, 2 hier so über unseren roten Platz lassen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 weg. Und auch hier nochmal, aber nicht so weit ziehen, denn wir haben nicht so viel Papier. Da könnt ihr einfach nur so ein bisschen was weghauen. So, und dann setzen wir auch hier wieder unseren roten Beton einmal rein. Und bei dem ersten hier, blub, tausche ich diesen einen Block nochmal durch weißen Beton aus. So, das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. So, ich hoffe, du hast es dir gemerkt. Erstmal 2 Blöcke Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 weg.
So, 5 Blöcke da lassen und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal 5 Blöcke hier und dann zack, das einmal weghauen. So, wir sind ein bisschen hardcore. Wir setzen erstmal keine Blöcke hin. So, 2 Blöcke freilassen darüber und dann 1, 2, 3, 4, 5. Noch 2 Blöcke Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und 2 Blöcke Platz lassen und die hier weghauen. Okay, so, dann setzen wir mal unsere Blöcke rein. Achso, und hier nochmal den einen Block durch den weißen Block austauschen. Als nächstes fangen wir jetzt auf der offenen Seite an, die wir haben. Wie ich möchte gerne meine Verpackung ein bisschen aufgeknüllt haben. So, ich nehme jetzt erstmal roten Beton und setze mich schräg davon einfach mal drei hier einmal hin. Na, eigentlich machen wir jetzt das so, dass das hier immer zu so schräg von der Seite ist. So, unsere Folie hier ist, sage ich mal, bis hier rot und danach geht es dann ab hier weiter mit weiß. Eine Schicht reicht mir nicht. Ich möchte gerne noch eine zweite Schicht machen. Das heißt, ich gehe jetzt hiervon noch einmal so schräg dahinter. Wie gesagt, das ist aber jetzt so ein bisschen aufgerissen hier, das Papier. Das heißt, das beginnt nicht gleich vom Boden. Also lass diese Blöcke einfach schweben. So, und dann ziehen wir die dahinter einfach nochmal so lang. Und nicht vergessen, unser Papier ist bis hier rot und danach geht es ganz normal ab da mit weiß weiter. Sehr schön. So, jetzt haben wir unsere Verpackung soweit vorbereitet. Geht's jetzt ran an den Schokoriegel. Und da ist die Frage, willst du dir den auch einrichten oder nur als Deko bauen? Wenn du ihn dir einrichten möchtest, dann kannst du die Schokolade auch innen drinnen einmal verteilen. Die Seiten machen wir auf insgesamt zweier Dicke, weil wir ein bisschen was in die Wände noch bauen würden. Und die Rückseite kannst du nur mit einem verkleiden. So, aber falls du das nicht machst, dann ziehen wir von draußen einfach hier. Ab hier geht's los. So, gleich von unserem Beton. Geht jetzt einmal nach vorne weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke. Also 18 Mal Schokolade nach vorne setzen. So, die Breite müssen wir nicht mehr abziehen. Und die Länge auf der anderen Seite auch nicht mehr. Da können wir einfach gucken. Ne? Wir müssen einfach hier unsere Blöcke, zack, perfekt in die Verpackung bringen. So. Den Schokoriegel machen wir jetzt erstmal auf der Seite auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke. Die Vorderseite ignorieren wir erstmal. Wir machen erstmal die Seiten fertig. So, wir wollen als nächstes hier eine nächste Ebene machen. Und da würde ich sagen, können wir auch hier ruhig schon mal 3 Blöcke raufsetzen. Ab der zweiten Schokoladenebene geht es eigentlich erst richtig los. Und zwar, wir fangen mal an zu zählen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, der neunte Block, den haut ihr einmal weg. Und dann macht ihr darüber 3 Blöcke weg. Hoho. So, andere Seite auch nochmal bitte. Oder ihr braucht gar nicht zählen. Ihr könnt das auch einfach, zack, hier einmal rüberziehen. Genau. Dann sparen wir uns die Zählerei. Denn wir wollen diese Struktur von diesem Kinderriegel, sag ich mal, jetzt hier langsam reinhauen. So, ich ziehe mir jetzt hier einfach mal das alles einmal so rüber zur anderen Seite. Schick, wunderbar. So, hier die nächste Reihe, die können wir auch ruhig einmal zumachen. So, andere Seite natürlich auch. Und dann könnt ihr darauf jetzt die nächste Ebene ziehen. Die nehmen wir wieder einmal nach innen und machen die jetzt auf eine Zweierhöhe. Auf der Vorderseite natürlich auch das gleiche Spiel. Einmal hier nach innen gehen und das Ganze auf eine Zweierhöhe machen. Auf der Vorderseite könnt ihr jetzt oben die letzte Reihe einmal zuziehen hier. So, und dann wollen wir mal oben hier was Freies auch noch zuziehen. Auf der kompletten Vorderseite hier bei unserem Schokoriegel ist es natürlich jetzt hier noch offen. Was machen wir da jetzt? Nehmt mal glatten Sandstein, lasst die erste Reihe einfach überstehen und setzt dahinter einfach eine komplette Reihe hin. Die ziehen wir jetzt bis nach oben. Da kriegt man doch richtig Hunger auf so einen Schokoriegel, wenn man den hier sieht. So, um diesen Schokoriegel jetzt noch zu vollenden, müssen wir natürlich noch die Schrift oben reinmachen. Dafür nehmen wir jetzt erstmal schwarzen Beton. Wir fangen erstmal mit dem K an.
So, und dabei lassen wir jetzt, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz auf jeder Seite. Und dann schlagen wir uns hier erstmal so eine Zweierstrebe einmal rein. Wir füllen das auch Ganze gleich aus mit Farbe. So, dann sehen wir das auch ein bisschen besser. So, wir wollen jetzt ein K machen, das heißt, wir suchen mal die Mitte. Das dürfte hier sein. Ne, nicht ganz. Wir haben, sag ich mal, eine perfekte Mitte. Da sucht ihr jetzt, wie gesagt, hier einmal die Mitte hin. Dann machen wir hier jetzt so eine 5er Strebe einmal hin. Dann formt ihr hier einfach mal an den Seiten euch so ein Viereck. Dann gehen wir nochmal so hoch, machen hier nochmal so ein Viereck rein. So. Und dann nochmal ein drittes, aber dieses macht ihr mal ein bisschen größer. Und dann haben wir unser K damit auch fertig gezeichnet. So. Schön zuziehen. Dann gucken wir uns einmal was von oben an. Und jawohl, das K. Daneben machen wir gleich einmal das I. Wir lassen eine Blockreihe Platz. So, dann ziehe ich mir jetzt hier erstmal hier so eine rote Strebe einmal rein. So, auf wieder auf eine Zweierbreite. Dann lasse ich mal eine Reihe hier Platz. Und dann kommt hier der Punkt vom I oben einmal hin. Neben dem I einfach wieder eine freie Platz lassen. Zweierstrebe hin. Die macht ihr mal genauso hoch, wie hier oben das hier einmal ist. So, das wollen wir natürlich auch gleich einmal ausmalen. Dann lasst ihr oben eine Reihe Platz. So, dann gehen wir hier wieder vier Blöcke zur Seite einmal weg. So, gleich einmal ausmalen. Und hier ganz außen gehen wir noch die Zweierbreite einmal nach unten weg. So, dann haben wir hier auch schon unser N. Gleich daneben kommt jetzt das D. Ihr lasst mal unten zwei Blöcke frei. Machen wir hier mal hier vier hin. So, hier vorne mache ich mir nochmal so eine Zweierstrebe hin. Die ziehe ich mir so hoch, wie das N so ist. So. Schick. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Zack, ziehe mir das noch einmal so lang. Mach mal runter hier. So, formen wir uns jetzt hier einmal so ein bisschen das D zurecht. So, ich mache hier mal den Kreis in der Mitte ein bisschen kleiner. Und hier den Rahmen, zack, mache ich mir nochmal auf eine Zweierbreite. Und das Ganze machen wir so hoch, wie auch unser K ist. Müssen wir mal so ein bisschen gucken. So. Ziehen wir die Seite mal schön glatt runter. Wunderbar. Und haben hier unser D. Gleich daneben wollen wir einmal das E und zeichnen. So, ich schlage mir jetzt erstmal hier ein bisschen was frei. Zack. Dann machen wir uns hier mal so ein Vierer frei. Wir müssen hier so ein bisschen mehr weghauen als sonst. Das E hat drei Striche. So, hier in der Mitte. Zack, machen wir noch einmal. Ganz unten müssen wir auch nochmal weghauen. Und hier oben machen wir es auch. Muss ich selber nochmal gucken. Strebe, Strebe. Zack, zack. Ziehen wir das hier alles mal weg. Und dann hat man hier das E. Aber ich würde mal sagen, ich werde das E nochmal ein bisschen größer machen. Wie meine ich das jetzt einfach mal? Ich versetze mir das Ganze einfach mal einmal noch nach oben. So, dass ich hier unten zwei weiße Block reinlasse. Und dann mache ich hier einfach mal so eine Strebe rein. So. Muss ich das hier an der Seite auch nochmal nachziehen. Und hier oben, die tausche ich auch nochmal aus. Aha, und dann habe ich hier so mein E. Jetzt ist natürlich die Frage, willst du dir das auch noch einrichten? Wenn ja, gucken wir uns das gleich einmal drüben an. Aber du kannst schon ein bisschen was vorbereiten, wenn du es machen willst. Wie gesagt, wir befinden uns in einem Schokoriegel. Das heißt, du musst die Wände wie die Decke auch nochmal mit Schokolade verkleiden. Den Boden kannst du zum Beispiel mit Birkenbretter nehmen. Da muss man nicht unbedingt Sandstein nehmen, aber das könnte man auch nehmen, wenn man möchte. Ja, und wie das jetzt aussieht, gucken wir uns mal an. Wir starten jetzt einfach mal draußen hier einmal. So, ich habe mir hier so ein paar Glastüren gebastelt. Einfach mal so in den Rahmen rein. Wir können ja, sag ich mal, hier die Wände so ein bisschen dicker machen. Dann passt das hier perfekt. So, ich habe darüber mal so einen leeren Block oder so einen Barrierenblock mir hingebastelt, um darauf noch Teppich mit zu platzieren, um darüber auch hier das Ganze zuzumachen. So, wenn wir jetzt hier reingehen, habe ich jetzt, wie seht ihr ja, die Wände mir alles so verkleidet. Ich habe mir auch noch hier einfach mal so eine Mauer oder so eine Wand reingezogen, die noch ein bisschen designt, ne, mit Sandstein. Das passt alles immer, finde ich ganz gut. Und ich werde mir hier, sag ich mal, so ein Kartenmuseum machen, wo ich all meine Kartenbilder, die ich mir jemals gebastelt habe, einfach ausstelle.
Das heißt, wenn ich die immer mal zu brauche, dann gehe ich einfach nur in meinen Schokoriegel rein und kann mir meine Karten holen. Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Der Schokoriegel steht jetzt bei dir. Du kannst ihn natürlich innen drin den noch gestalten. Für was du ihn auch ausnutzt, kannst du ja gerne mal in den Kommentaren mal reinschreiben. Vielleicht sammelst du auch deine Karten wieder drin oder was ganz anderes. Ansonsten war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao. You gotta control me.